Herr Eichin, darf man unterm Strich nach dem Verlauf des Spiels zu einem Punkt gratulieren oder ärgern Sie sich darüber, dass es nicht doch drei waren? Also so nach einer halben Stunde drüber nachdenken, denke ich mal, freue ich mich über den Punkt nach dem Spielverlauf. Wir haben uns zwar viel mehr vorgenommen, wir wollten heute hier gewinnen. Wir haben auch eine gute Moral gezeigt, guten Biss gezeigt. Wir sind natürlich immer relativ früh, erste Halbzeit, zweite Halbzeit in Rückstand geraten. Das trägt natürlich nicht gerade zur Selbstsicherheit bei. Aber die Jungs haben das gut gemacht. Wir haben das angenommen und haben letztendlich, glaube ich, auch verdient einen Punkt geholt. Und auch, wie wir dann zum Schluss noch gespielt haben, wie wir auch die letzten Minuten noch versucht haben, da was zu reißen, das stimmt mich sehr positiv. Wie wichtig war denn dieser Punkt, wenn man jetzt den Abstiegskampf allgemein betrachtet? Muss man in Bremen ja immer noch drauf schauen. Hoffenheim hat unentschieden gespielt, sie selbst auch, die Fortuna entsprechend auch. Nein, du musst halt Punkte mitnehmen. Du musst immer versuchen, was zu reißen. Und dann, wenn du eine gute Moral hast, nimmst du in der Regel auch, da belohnst du dich eben. Und wie gesagt, der Punkt ist wichtig und vielleicht wird er irgendwann mal, werden wir uns freuen, dass wir in Düsseldorf einen Punkt gemacht haben. Freut sich Bremen? Freuen Sie sich auch auf die Rückkehr von Klaus Allofs nächste Woche beim Spiel gegen Wolfsburg? Also da habe ich überhaupt keine Emotionen drin. Also das ist ein wichtiges Spiel für uns gegen Wolfsburg. Da wollen wir unseren Fans zu Hause endlich mal wieder ein gutes Spiel zeigen und einen Dreier mitnehmen. Ist mir das relativ egal, wer da hinkommt. Wird ja auch Zeit, dass mal endlich ein Dreier kommt. Jetzt gilt das ein 2:2 in Düsseldorf. Unterm Strich muss man mit dem Punkt zufrieden sein? Ja, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, kriegen wir jedes Mal nach dem Anstoß ein Gegentor, eigentlich zweimal identische Situationen und ja gut, das haben wir uns vielleicht zu einfach gemacht, aber wir haben auch eine neu formierte Abwehr, vielleicht ist das ein Argument, aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem eine ordentliche erste Elf aufgeboten, auch aufgrund der Verletzung, trotzdem denke ich, haben wir ein ordentliches Spiel abgeliefert, haben zu Recht einen Punkt mitgenommen, denke ich, und zum Schluss muss ich sagen, war eigentlich mehr möglich und man hat auch, glaube ich, anhand der Körpersprache gesehen, dass wir mehr wollten, deswegen sind wir nicht ganz so glücklich, aber wir nehmen den Punkt trotzdem gerne mit. Man muss ja über Abstiegskampf sprechen. Da hat sich jetzt durch das Unentschieden hier und auch das Unentschieden von Hoffenheim nicht viel getan. Insofern ein halbwegs erfolgreiches Wochenende. Ja, natürlich. Ja klar, müssen wir unsere Punkte nur selber holen, dann müssen wir nicht auf die anderen Mannschaften gucken. Aber das gehört auch dazu in dem Geschäft, dass man sich auch andere Mannschaften verlassen muss, so wie heute Wolfsburg, dass sie dann noch später den Ausgleich machen. Das war für uns dann auch natürlich wichtig, sonst wären es nur 6 Punkte Rückstand. So hat man weiter die 8 Punkte vor Hoffenheim. Morgen spielt Augsburg. Die haben wir auch wieder, sag ich mal, sind auch unter Zugzwang. Ne? Düsseldorf hat ja trotzdem auch gepunktet. Das heißt, die Nicht-Abschießränge distanzieren sich auch weiter. Und das ist gut. Und wir müssen Mannschaften wie Düsseldorf müssen wir hinter uns lassen. Das haben wir heute wieder geschafft. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht unser Anspruch, um Platz 14, 15 zu spielen. Ganz kurz, wie wichtig ist jetzt das Heimspiel gegen Wolfsburg? Ja, sehr wichtig. Wolfsburg ist jetzt auch noch nicht ganz raus, ne? Und hat auch Druck. Haben sich auch mehr vorgestellt in der Saison, so wie wir. Und jetzt, haben wir ein Heimspiel, wir sehnen uns einfach mal wieder nach dem Sieg. Ja, dieses Gefühl des Gewinns einfach nach dem Spiel, dass man das mal wieder spüren darf. Und haben wir heute wieder nicht geschafft, das ärgert uns natürlich. Aber das ist ja schön im Fußball, nächsten Samstag, diesem 18:30, dann haben wir wieder die nächste Chance. Thomas Schaaf, was überwiegt, die Freude über einen Punkt oder der Ärger über diese schnellen Gegentore nach diesem Spiel? Das springt ein bisschen hin und her, ja. Aber bei mir geht es mehr ins Positive rein, wie die Mannschaft dann aufgetreten ist. Das ist eigentlich gut, dass sie zielstrebig noch nach vorne gespielt hat. Leider haben wir dann die Möglichkeiten, die sie uns geboten haben, nicht so nutzen können, dass wir vielleicht mit dem Sieg nach Hause fahren. Man muss immer den Blick auch nach unten richten in der jetzigen Situation. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Insofern zumindest positiv, was das angeht. Nee, positiv. Wir blicken nach vorne. Wir gucken, was hier heute gewesen ist und wenn das heute hier vorbei ist, dann blicken wir auf die nächste Partie, bereiten uns da vor und da haben wir genügend mit zu tun. Das hat dieses Spiel heute auch wieder gezeigt. Also wir brauchen nicht irgendwo nach unten, nach oben, rechts, links, sondern geradeaus. Ist schon gut. Dann freuen Sie sich auf das Wiedersehen mit Klaus Allofs nächstes Wochenende. Ich freue mich immer, wenn ich Klaus sehe.